Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim. Nein. Schon wieder so ein Rätselscheiß. Natürlich. Durchsuchen. Ach, 4 Gold, so ein Zufall. Eisenstiefel, was haben wir da? Und Geldbeutel. Ich habe das Gefühl, das ist keine gute Idee. Fisch. Komischer Kopf. Da ist auch Fisch. Schlange. Also Fisch, komischer Kopf, Schlange, Fisch. Fisch. Komischer Kopf. Schlange. Fisch. Sonst wäre er wahrscheinlich hier gestorben. Oh, ein Stuhl. Oh, ein kleiner Heiltrank. Oh, ganz viele nette Fallen. So, mal wieder kein seitlicher Bogen hier. Yeah. Besser er löst die Fallen aus als wir. So, das sind ja so scheiß Fallen, die sich erneuern. So, ich glaube, da kann jetzt aber keiner mehr. Also jetzt so von den Steinen her. Die haben alle das Gold, was mir fehlt. Haben wir hier irgendwas? Nein, nur ein Jagdbogen und ein Zaubertrank der geringen Magier. Brauchen wir alles nicht. Ja, dann würde ich sagen, öffnen. Nö. Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja. Da. Bleib gleich da, wo du bist. Dann brauche ich nicht mal wirklich rein zu zoomen. Zack. Macht denn er da unten? Okay, den sollten wir dann doch vielleicht mit dem hier platt machen und dann haue ich mir nochmal kurz Essenz des Phantoms.
Warum nicht? Was mir allerdings auch nicht so wirklich viel bringt. So, jetzt haben wir auch keine Heiltränke mehr. Na, Schätzeken. Da war doch noch einer. Ich hab doch den Sarg knacken hören. Dann eben nicht, dann hängen wir hier halt noch so ein bisschen länger rum. Warten, dass sich unsere Gesundheit wieder ein bisschen erhöht. Guck mal, was die hier so dabei haben. So. Ich sag doch, hier ist noch einer. So, und jetzt laufe ich mal ganz kurz, weil aus gegebenen Anlass ich nicht wirklich gegen ihn da kämpfen möchte. Magie. Kräfte. Tiere beherrschen. Es bringt es jetzt nicht so. Zerstörung. Funken. Ja. Hm. Zutaten. Aha. Zaubertränke haben wir jetzt auch nicht so wirklich was, was uns hier weiterbringt. Scheiße, hätte ich mal gespeichert. Kurze Sache. Hat er jetzt keine Waffe gehabt? Na bravo. Ja. Oh, sehr gut. Was hat er jetzt? Ach, der hat immer noch den Kriegshammer in der Hand. Sehr schön. Werden wir jetzt aber nicht mehr brauchen, weil wir wissen, dass da gewisse Sachen aus Särgen steigen, die... Gott, ruckel, ruckel, ruckel. So. Ja! Ist diesem freundlichen Sarg da nicht gerade eben schon einer entschieden? Wo ist jetzt der andere Scherge hingerannt? Da hinten. Sehr schön. In die Einzelbestandteile zerlegt. Halt mal, das ist der Ruhelose, ne? Objekte, Waffen. Jetzt muss ich gucken. Was ist... vom Schaden her, sage ich jetzt mal. Das natürlich auf jeden Fall, aber das bietet mir, da kann ich nicht mit blocken. Das hat Schaden. 15...
16, sehr schön. Bekleidung, bebändertes Eisenschild. Die lassen mir auch keine Ruhe. Ich hab's doch hier sargtechnisch schon wieder knacken gehört. Wenn nicht, dann speichere ich immer kurz. So, gespeichert. Dann hocken wir uns hier mal ganz kurz hin. Machen wir so ein bisschen Beat-Trampeln auf der Rampe. Ach, da hinten sind die zwei Kollegen, wo der Sarg geknackt hat. Bevor ich mich denen annehme, möchte ich aber ganz gerne wieder volle Gesundheit haben. Ja. All die Typen sind wirklich so doof, wie sie aussehen. Und die Gesundheit fühlt sich weiter. Schnarch. Ja. So, dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal. Falls wir dann nämlich drauf gehen, haben wir gleich volle Gesundheit beim Laden. So, Freunde, jetzt kommt mal ran hier. Nö, dann halt nicht. Dann schieße ich euch als erstes mal ein paar Pfeile in den Rücken. Der hängt also am Sarg fest. Das soll mir nur recht sein. Ey, ich sag doch, da kommen mir mal zwei raus. Siehste? Noch einer. Dass sie mich noch nicht gesehen haben, ist ein Rätsel. Hallo. Hehe. Alter Freundchen, ey, das geht mir aber gewaltig auf den Sack mit diesen Eiszaubern. Na bitte. So, kaiserlicher Bogen. Höherer Draugerfürst. Das bringt ihm aber auch nichts. So, Objekte, Waffen. Den greife ich jetzt mit der Spitzhacke an. Wo ist er denn? Hier ist der orkische Hammer. Was?
So. Das war der. Ich hoffe, das war's jetzt mit den Traugern. Aber ich sehe gerade, das war's auch schon mit dieser Folge. Ja, ich würde sagen, wie wir dann hinausschlüpfen, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis dahin.